willkommen zu einer neuen Folge Reingeguckt. Heute gibt es das VR-Game Breath of Spirits, was ich heute auf Steam tatsächlich erst entdeckt habe. Es ist am 24. Juni dieses Jahr released worden und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Auf jeden Fall spielt es im Fantasy-Setting und man kann Monster bekämpfen. Mehr weiß ich bis jetzt noch nicht. Also würde ich mal sagen, rein in die gute Stube. Man kann auswählen Story-Modus, Multiplayer, Settings. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal den Story-Modus. Fangen wir mit Battle an. Mach mal easy. Ich bin eine Pussy. Rüste. Okay, der Wald wurde scheinbar hier zerstört oder so. Oh, what's going on here? Wave 1. Are you ready? Moment, ich hab doch... Oh Gott, Hilfe! Was muss ich tun? Okay, wir werden wirklich alle sterben. Headshot! Woo! Okay. Ich habe jetzt irgendwie das Tutorial scheinbar übersprungen, aber schießen kriege ich hin. Nicht. Kann ich schon irgendwie hier so. Wow! Genius! Oh, der ist aber auch ein geiler Bogen, ey. Oh ja. Guckt euch das an, ey. So ein Oschi. Wo stehe ich hier überhaupt? Auf einem Felsen. Okay. Da ist wieder einer. Bam! Wer will es noch mit mir aufnehmen? Wieso steht die da unten eigentlich? Okay, also sie steht da unten und tut Dinge. Und da ist ein großer Plepp. Boah, ich bin fucking Legolas, Leute. Boah, das geht ganz schön in die Arme, Leute. Ich glaube, danach habe ich die Muckis auf Doom. Ich will dem in den Po schießen, aber... Nein, dieses... Oh, geil. Das war, glaube ich, gut. Wir müssen einfach nur die Monster fernhalten. Boah. War das gut oder war das gut? Ich brauche heute keinen Sport mehr machen. Wenn es hier unter euch professionelle Bogenschützen gibt, ja, don't judge me. I'm a professional. In den Kopf. Survived. Ach, Gott sei Dank. What the fuck is this? Gibt es irgendwie hier einen Schwachpunkt? Oh, das geht sowas von in die Arme, Leute. Danach bin ich Popeye. Wie komme ich da runter? What the hell? Ich kann eine andere... Ach, ich kann mich hier in die... Okay. Immer da, wo die blauen... Hey, das ist auch schwer. Boah, das war ja sauknapp. Das war ja einfach sauknapp, Leute. Sauknapp. Wow. Okay, dafür habe ich jetzt 10 Minuten gebaut. Das ist ja echt ein kleines Workout hier. Oh, wir haben hier aufgeräumt. Jetzt ist hier wieder Gras. Reward. Guck mal, man kann hier so Skins freischalten. Alter, was? What the fuck? Ja, okay. A new difficulty has been unlocked for... Oh, nicht so schnell. Okay, tolle Story. Also wir retten hier den Wald scheinbar. Stage. Select Stage. Ancient Forest. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Canyon of Life. Oh. Oh, guck mal hinter uns. Jetzt drehe ich mich einmal um. Oh, das sieht aber toll aus. Okay, also wir können nur Battle spielen, scheinbar. Easy. Und jetzt guck mal, müsste es ja jetzt hier weitergehen.
Ja. Ne. So, was sagt sie? Hey. Bis now, how did you use your breath of spirits? Weiß ich nicht. Ist das der? You don't know. Okay. The weapon you are holding right now is called breath of spirits. Ah, cool. Das ist der Bogen übrigens. Was hat sie jetzt? Oh nein. Murlocs! Na? Hier ist irgendwas. Oh! Das sieht ja cool aus. Wave 4. Halleluja. Alter, was? Das war intens, Leute. Titan's Cliff. Okay. So, jetzt können wir hier Titan's Cliff machen. Okay, schön. Okay. What's that? Hello, motherfucker. Oh, shit. Ja, okay. Na klar. Boah, Leute, ey, das ist sau schwer. Scheiß bewegte Ziele, ey. Ich bin doch nicht Legolas, Leute. Ich bin Plebolas. Hier weg, egal. Hey, ja, plepp. Puh. Boah, geschafft. Arigato. Ja, gerne. Okay, also es gibt nur diese drei Stages tatsächlich. Scheinbar keine neue. Also nur mal kurz ein paar Infos zum Spiel. Das Spiel kostet im Moment 15 Euro auf Steam. Ist spielbar mit Oculus Rift. Oder Oculus Quest, so wie ich jetzt mit dem Oculus Link angeschlossen. Ja, ihr könnt es halt auf Steam kaufen. Also eigentlich mit allen VR-Brillen, die ihr mit Steam verbinden könnt. Puh. Ancient Forest, was ist denn das jetzt dann für eine Schwierigkeitsstufe? Ach, jetzt kann ich auf Normal spielen. Man kann also am Anfang nur Easy spielen. Und dann kann man weitergehen mit Normal. Okay, aber das bleibt die gleiche Map. Also im Grunde genommen ist es wie so ein Arcade-Spiel. Man muss Wellen besiegen, mit dem Bogen schießen, aber man kann nichts leveln, man kann die Waffe nicht wechseln. Man kann für sie neue Outfits freispielen. Warte mal, gucken, ob ich schon genug Punkte habe für irgendwas. Nee, noch nicht. Also das Letzte, was man freispielt, ist sie im Bikini. Also ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Der Multiplayer ist wahrscheinlich genauso. Den kann ich jetzt leider nicht testen, weil ich niemanden kenne, der das Spiel auch hat. Ach, hier kann man noch ein bisschen rumlaufen. Okay. Oh, hi. Hallo. Darf ich Ihre Hand nehmen? Hallo. Oh, oh, oh. Oh, okay. Na gut. Ja, liebe Leute, ich glaube, wir haben genug gesehen von dem Spiel, um euch das hier zu zeigen im
im Format reingeguckt. Ist das, glaube ich, genug reingeguckt? Also, ganz nettes Game, ein bisschen aufregend für zwischendurch, um sich ein bisschen ins Schwitzen zu bringen, um ein bisschen in Wallungen zu kommen, einer schönen Elfin zu helfen, ihren Wald und ihre Hut sozusagen wieder schick zu machen und von Monster zu befreien. Man benutzt einen tollen Bogen, der verzaubert ist. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Reingeguckt. Tschüss! So, ich laufe jetzt noch ein bisschen hinterher. Oh, hi!